Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer Sonderfolge Dead by Daylight. Generell werdet ihr die nächste Zeit ein bisschen vollgeballert mit Dead by Daylight Videos. Aus Gründen. Ja, freut euch einfach, es gibt ein bisschen mehr DVD die nächsten Tage. Dieses Video möchte ich euch gern zeigen. Es ist gestern im Stream etwas passiert. Es ist eine Runde entstanden, die ich einfach zeigen muss. Ja, warum und weshalb? Das müsst ihr euch selber anschauen. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann bestenfalls in der nächsten Folge wieder. Dead by Daylight und so. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und einen schönen Tag noch. Vielleicht verschwenden wir dann nicht mehr unsere Lebenszeit damit. Ich glaube, wir spielen trotzdem, also ich rede von mir, ich glaube, ich werde trotzdem DBD spielen, weil es einfach DBD ist, aber ich werde mich noch sehr oft dann darüber aufregen, wie das alles aussieht. Ab wann kommen die Änderungen? Mit dem Mid-Chapter-Patch. Und Mid-Chapter-Patch, also es kommen ja alle 3 Monate kommt ein neues Kapitel mit Killer, Survivor, Map. Und Mid-Chapter-Patch heißt halt, nach 1,5 Monaten, nach dem letzten neuen Kapitel, müsste das kommen. Das heißt, eventuell jetzt am Dienstag. Also die haben ja immer Dienstag-Patch-Day. Oh, ein Ping-Pong-Ball. Das heißt, vielleicht kommt das jetzt schon am Dienstag. Ja, so leicht vornübergebeugt und der eine Arm hängt so runter. Ganz komisch. Hey Leute, wir haben Ruinen. Nicht sterben lassen. Ich habe so lange gewartet auf die Lobby. Will er den Jen treten? Oh, hier ist... Mist. Ich hab's gerade vermasselt. Ich hätte erst retten sollen. Ich hab geliehene Zeit, Leute. Das war jetzt vielleicht... Naja, egal. Uah! Er spielt bestimmt noch mit Undying, bevor das nämlich auch geändert wird. Genau, also ne, es werden halt auch so ein paar Talente werden angepasst. Killer werden angepasst. Es gibt 2 neue Grafik-Updates für Kotos Brennen und für die Fleischfabrik. Ja, also es wird ein bisschen was geändert mit dem nächsten Patch. Mal sehen. Und das war jetzt, was genau? Undying. Undying, also unsterblich, ist ein Talent von dem Killer da. Von dem Ping-Pong-Ball. Wenn du... Der hat zum Beispiel Ruin dabei. Das ist ja so ein verhextes Totem, so ein brennendes. Ach, der Killer, das ist die Fäule. Ping-Pong-Ball. Also er kann halt so, wenn er rennt, muss er gegen irgendwas dagegen laufen, damit er so einen neuen Bounce bekommt, damit er dann Leute schlagen kann. Er kann dir aber auch einfach hinterher rennen. Genau. Aber dieses unsterblich, dieses Totem, das wird geändert, weil der Killer hat jetzt Ruin dabei. Und egal, welches brennende Totem wir jetzt wegmachen, dieses Ruin springt in das nächste Totem, in das nächste, was frei ist. Und das, bis alle Totems weg sind. Das wird geändert, dass nur noch... Also wenn er jetzt Ruin dabei hat...
und wir finden ein brennendes Totem, dann ist das dieses Fake-Totem, also dieses Unsterblich-Talent. Und das danach ist dann Ruin, was halt weggemacht wird. Also die Fähigkeit springt nicht mehr an alle Totems, sondern ja, du hast halt ein Sicherheits-Totem. Ja, es ist Ping-Pong-Ball. Der hat voll weggetunnelt, die Kate. Da ist ja noch jemand gewesen. Ich versuche zu dem Totem zu kommen. Ich glaube, wir sollten eigentlich eher Generatoren machen. Weil noch dazu kommt mit diesem Unsterblich-Talent, der Killer sieht, wenn jemand an das Totem geht. Das heißt, mich würde es nicht wundern, wenn der jetzt direkt wieder zurückkommt. Und das wird auch angepasst, dass der Killer einen nur noch sieht, wenn man ein nicht brennendes Totem dann macht. Also... So, seht ihr? Ruin ist noch da an der Seite. Es ist immer noch aktiv. Das heißt, es wird dieses Unsterblich sein. Und der Fluch Ruin ist jetzt in ein anderes Totem gesprungen. So, Ruin ist immer noch da. Es hat geknallt. Wuhu, lass mich in Ruhe. Lass mich verloren. Also du hast jetzt hier Haufen brennende Totems und keins davon entfernt den Fluch. Das ist halt richtig böse. Also es dürfte dann nur noch ein Totem geben. Und das müsste dann Ruin sein. Weil ich mache gerade das dritte Totem weg und ein anderer hat ein anderes Totem jetzt gemacht. Das ist bestimmt irgendwo im Feld. Oder am Mähdrescher. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo es geknallt hat, ehrlich gesagt. Gut, ich habe Ruinen. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht her. Jetzt ist Ruinen weg. Das ist halt wirklich ein bisschen drüber, muss ich auch sagen, das Perk. Ich finde es nur fair für die Überlebenden, dass die das ändern. Stell dir mal vor, der Killer hat aufgezehrte Hoffnung dabei. Oh, das... Und du machst gefühlt 20 Totems weg. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass aufgezehrte Hoffnung immer noch aktiv ist. Das Herz bedeutet, dass ich gerade erschöpft bin. Also ich habe ja unten rechts das eine Talent, das heißt Flink. Das heißt, wenn ich irgendwo durchspringe, kriege ich einen Sprintboost. Aber da ich das gerade verwendet habe, bin ich noch erschöpft. Ich kann das Talent erst wieder nutzen, wenn die Erschöpfung aufhört. So, jetzt muss ich kurz langsam laufen. So, jetzt ist das Talent wieder aufgeladen. So, und er hat jetzt halt verfehlt, weil ich plötzlich einen kurzen Sprintboost hatte.
Anspannung. Also bei dem Killer musst du dich umgucken, damit du siehst, wo er hinbounst. Danke, Chat. Ich bin gerade sehr stolz, dass ich mal eine Jagd gewonnen habe. Jetzt der Erschöpfungsbalken erholt sich halt gerade wieder. Und wenn das Herz weg ist, kann ich Flink wieder nutzen. Der ist mal richtig sauer, ja. Weil wenn ich rette, erholt sich das Talent quasi. Wenn ich renne, nicht wenn ich rette. Ich renne, erholt sich das nicht. Oh, die Generatoren sind aber echt gut für uns. Einer ist hier, einer ist ganz drüben in der anderen Ecke. Und er kann jetzt auch keinen Nöt mehr haben. Weil wir haben alle 5 Totems weggemacht. War sogar dort hinten. Ich will jetzt nur noch rauskommen. Dann wäre es eine schöne Runde. Dafür, dass ich am Anfang so reingepupst habe und die eine fast geopfert habe, weil ich nicht abgehangen habe. Ich mach bei ihm auch auf. Mach nicht auf. Doch, ich muss aufmachen. Ich hab geliehene Zeit. Er hat mich wirklich nicht gesehen, nee. Oh, es war eine gute Runde. Oh, guck mal! Ich werde gelobt! What? Was? Ich dachte, das ist eine Beleidigung. Ah ja, ich wurde gelobt. Das freut mich. Gut, der Killer, guck mal, aber das Matchmaking ist halt wieder schwierig. So, wenn man es ernst nimmt. Ja, danke, Chat. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf die Runde. So, ich mach mal weiter. Guck mal, der Afterchat, der kann auch nett sein. Ich werd ganz rot.